3, 2, 1. Wir sind live, mehr oder weniger. Servus, Adi. Ich grüße dich sehr. So, Chef wird umgebaut. Ja, Stress. Messe hinter dir, zwei kleine Kinder daheim. Ja, leider. Ja, leider. Nein, heute so haben wir uns die angestrengt. Heute bei der Oma, ja. Heute bei der Oma. Erwarten Sie mal bis Mittag hier. Nachdem wir natürlich ein bisschen herumgeschrien haben und so, oh, nimmst du den Arm die ganze Zeit, aber okay, ab zu Oma bis 20 Uhr. Ja, das ist das, wenn man Vater wird, gell? Yeah. Willkommen, und das hört auf, wenn es 22 sind, und dann musst du Auto zahlen. Kurze Frage. Zwei Autos. In deinem Fall zwei Autos, Zwillinge, ganz fort am Mann. Kurze Frage, wie geht's da? Gut eigentlich. Gut ja. Gerade wenn weniger, Gewicht wird immer mehr. Andersrum war es besser, aber wir machen es. Ja. Für alle Leute, die den Adi nicht kennen, der Adriano und die Goscha, die jetzt da drüben, die hat sich gewehrt, nämlich heute, sind die Besitzer von S-Games. S-Games ist unser lokaler Supporter fürs Charity, einer unserer lokalen Supporter. Wir wollen heute eigentlich kurz nur über das Charity reden. Sie unterstützen das Charity jetzt schon seit Jahren, relativ aktiv. Letztes Jahr haben wir sogar das Boardgame Area, also diese. Das Boardgame Area wurde hauptsächlich von ihnen unterstützt, und natürlich auch so Geschichten wie. Wir hatten letztes Jahr sogar so ein soziales Event am Samstag am Abend, so also mit Essen und Trinken nach genau, dem Charity. Das war ziemlich cool, da waren wir dann, glaube ich, auch 30 Leute oder sowas. Mhm. Also vielleicht machen wir das Jahr wieder. Was ist euer Unterstützung für dieses Jahr fürs Charity? Was können wir von euch erwarten? Also diesmal werde ich nicht kommen, das heißt, ich werde euch nicht diesmal ärgern und... Was? Warum? Nein. Ich werde wahrscheinlich kurz beim Bundesheer sein, eine kleine Übung so. Ich werde schon natürlich trotzdem vorbeikommen. Okay. Wir werden ein bisschen Cola wahrscheinlich organisieren. Wir kriegen wahrscheinlich kein Cola-Sponsoring, wir werden aber trotzdem was organisieren. Okay, werden. Sehr cool. Keyforge sind wir natürlich dran. Den Young haben wir natürlich auch schon. Ja, also der Dan macht Keyforge. Absolut. Am Sonntag, der Turnier, glaube ich. Genau, ja. Wir schauen noch, dass wir noch ein bisschen Geschenke, Sponsoring dazu kriegen. Und natürlich für die Tombola natürlich auch noch Preise. Ja. Okay, also das heißt, wir kriegen wieder coole Tombola-Preise. Ja, und die Ausschussware, die nicht loswerde. Ja. Okay, gut, das habe ich jetzt nicht gehört. Also wir kriegen coole Sachen. Bis jetzt waren es immer sehr coole Sachen. Wenn wir dieses Jahr noch halb so coole Sachen sind, sind wir voll dabei. Du hast irgendwas von einer Spendenbox gesagt? Ja, ich habe jetzt mit der Gosche geredet. Ich würde gerne, wir kaufen so eine Spendenbox. Du kriegst den Schlüssel, nicht ich. Ich krieg den Schlüssel. Ja, er kriegt den Schlüssel, ja. Die bleibt dann hier im Shop. Wenn die Leute zahlen oder einfach nett sind, 1 Euro rein, 5 Euro rein, 10 Euro rein. Ja. Kannst du das machen? Du könntest dieses Aufrunden gehen, das machen wie beim Billa, auf die nächste 10er-Stelle aufrunden. Zum Beispiel, und die genau. Ja, so einfach, wir haben jetzt ein paar Monate noch Zeit, ja, und da könnt ihr doch eine kleine Summe haben. Könnt ihr wieder was zusammenkommen. Ne? Manche Leute haben einfach keine Zeit, dass sie selber beim Charity vorbeikommen, leider. Ja. Dadurch haben sie aber die Möglichkeit, doch was, einen kleinen Beitrag. Okay, das klingt cool. Was wir letztes Jahr gemacht haben, was wir vielleicht noch einmal machen sollten, ist vielleicht, dass wir ein Spiel versteigern irgendwie. Dass wir ein größeres Spiel vielleicht versteigern. Kannst du dir vorstellen, was da möglich wäre? Du meinst so ein Spiel? Dass man, weiß nicht, dass man eine Shadowspear-Box oder sowas nimmt und sagt, okay, für Versteigerung. Versteigerung. Das hatten wir vor zwei Jahren, glaube ich. Vor zwei Jahren hatten wir. Ich glaube, da hat sogar einen Kunden damals das gar nicht abgeholt, oder? Ja, also wie gesagt, dass wir sowas wieder machen, kannst du das vorstellen? Ich könnte es mir vorstellen. Ja, ich würde noch mit der Anna reden, was wir da heraus. Okay, cool. Das sagst du natürlich jetzt vor der Kamera. Ja, damit ich nein, vor der damit Kamera. Ich nicht Nein sagen kann. Ja, absolut, weil? Genau um das geht. Ja. Ich sage nachher Nein, wenn sie wieder offline sind. Ja, das traue ich nicht. Zum Geschäft. Das Geschäft wird im Augenblick mördermäßig umgebaut. Das heißt, wir werden in Zukunft ein bisschen lichtere Tische hier haben. Das heißt, die werden eher im Vorderbereich sein. Ihr könnt es jetzt Gott sei Dank nicht sehen, sie haben das mördermäßige Umbauchaos, es sind Millionen von Sachen da, das heißt, die sind extrem gut sortiert, das heißt, jedes Mainstream-System werdet ihr auch hier finden. Wenn ihr in der Umgebung Wiener Neustadt oder südlich von Wien seid, ist das sicherlich das Geschäft, wo man hingehen sollte, vor allem wenn man seinen Local Dealer irgendwie unterstützen sollte, und ich bin fest der Meinung, dass man, wenn man im Tabletop-Hobby oder im Roleplay-Gaming oder auch im Kartenspiel-Hobby ist, dann sollte man auf jeden Fall zum Local Dealer gehen als erstes und dann erst irgendwo anders bestellen. In diesem Sinne, danke Adi fürs Interview. Ich wünsche dir viel Spaß beim Bundesheer. Ich bin neugierig, wie lange du dort wirklich da bist. Ich bin neugierig, ob du die 10 Minuten knackst. Ich bin ganz sicher, wir sehen uns am Charity und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So, Leute.